Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über papierlose Batch-Produktion mit einem modernen Manufacturing Operations Management System. In meinem Vortrag werde ich über den Batch-Produktionsprozess sprechen. Werfen wir zu Beginn einen Blick darauf, was die meisten Probleme unserer Batch-Kunden in der chemischen Industrie sind und wie wir sie lösen können. Dies ist eine kurze Liste der typischen Schwierigkeiten im Betrieb, die wir in Gesprächen mit unseren Kunden erfahren haben. Fehlende Abstimmung zwischen dem Shopfloor und dem ERP-System. Ineffiziente Nutzung von Anlagen, lange Reinigungs- und Einrichtungszyklen. Die Laborqualitätsdaten sind von den Produktionsdaten entkoppelt. Die Produktqualität ist nicht auf dem erwarteten Niveau. Und es gibt eine schlechte Transparenz über die Materialverfügbarkeit und keine Nachverfolgung entlang der Produktionsschritte. All diese Punkte führen zu unnötigen Kosten, verspäteten Lieferungen. Die Produktqualität ist nicht auf Anhieb richtig und entspricht nicht dem erwarteten Niveau. Lassen Sie uns einen spezifischen Blick auf das Thema eines fehlenden Abgleichs zwischen Shopfloor und ERP-System werfen und warum dies eines der Hauptprobleme im Betrieb ist. In der Abbildung sehen Sie eine High-Level-Funktionsübersicht eines typischen Produktionsunternehmens mit der Business-Ebene, der Automatisierungs- und Steuerungsebene und der Feldebene, die alle Aktivitäten in der Produktion umfasst. Die zwei Hauptgründe, die diese Probleme verursachen, sind erstens, Office-IT und Automatisierung sind in getrennten Welten angesiedelt und oft nicht miteinander verbunden. Und zum anderen, dass die Produktionsabläufe nicht richtig orchestriert sind. Dies führt zu gestörten Geschäftsprozessabläufen. Ein typisches Beispiel in einem traditionellen Werk wäre, das ERP-System auf der Geschäftsebene ist nicht mit der Automatisierungs- und Steuerungsebene verbunden. Die Aufträge werden der Produktion auf Papier zur Verfügung gestellt und müssen manuell in das Automatisierungs- oder Batch-System eingegeben werden. Die verbrauchten und produzierten Materialien werden ebenfalls auf Papier erfasst und später manuell in das ERP-System eingegeben. Daraus ergibt sich die zweite Herausforderung. Die Daten auf Shopfloor- und ERP-Ebene sind nicht aufeinander abgestimmt. Im Folgenden werde ich Ihnen nun anhand eines Anwendungsbeispiels zeigen, wie die Siemens Manufacturing Operations Management Lösung und unser MES-System OpCenter Execution Process diese Herausforderungen meistert. In diesem Anwendungsbeispiel zeige ich Ihnen zunächst die vertikale Integration. Zunächst werden die Arbeitsaufträge aus dem Business System, ERP oder SAP, heruntergeladen. Dann konzentrieren wir uns auf die Arbeitsabläufe der Materialvorbereitung und das Materialmanagement. Ich möchte die Möglichkeiten einer papierlosen Auftragsabwicklung und Prozessorchestrierung aufzeigen. Und schließlich werden Sie sehen, wie wichtig eine integrierte Batch, also Chargenabarbeitung, und die damit verbundenen Qualitätsaufgaben sind. Nun der erste Teil im Detail. Hier sieht man die vertikale Integration mit dem Ziel, die Unternehmensebene und das Geschäftssystem richtig mit der Produktion abzustimmen. Als erstes wird in unserem Beispiel das Planungs- oder Steuerrezept, also die Auftragsdaten und Materialien aus dem ERP, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums produziert werden sollen, in das MES-System heruntergeladen. Wir demonstrieren diesen Download aus dem ERP hier mit drei XML-Dateien, die drei Arbeitsaufträge darstellen und alle Details enthalten. Um dies zu simulieren, werden die drei Dateien in den entsprechenden Ordner kopiert und die Schnittstelle liest die Aufträge automatisch in die MES-Software ein. Der Arbeitsauftragplan wurde aktualisiert und die ersten drei Einträge zeigen die drei neuen Arbeitsaufträge. Mit der ERP-Integration synchronisieren wir die Geschäftsebene und die Produktion, indem wir Prozesse verbinden und Informationen verteilen. Unsere MOM-Software bietet Schnittstellentechnologie für die SAP-Integration auf der Basis von standardisierten Kanaladaptern, einschließlich Pufferung und Fehlerbehandlung. Sie unterstützt B2MML-Nachrichten, zum Beispiel für den Austausch von Materialstammdaten, Produktionsaufträgen und Produktionsperformance-Daten. Im nächsten Schritt werde ich Ihnen nun die Möglichkeiten einer papierlosen Auftragsabarbeitung und Prozessorchestrierung demonstrieren. Ich beginne nun die Auftragsabwicklung mit der Materialvorbereitung und Materialverwaltung. In diesem Anwendungsfall haben wir mehrere Interaktionen mit der Automatisierungsebene. Schauen wir uns die Details der Schritte genauer an. In der Liste der Arbeitsaufträge sieht der Bearbeiter alle Arbeitsaufträge mit der geplanten Start- und Endzeit und der erste Auftrag kann aktiviert werden.
In der Aufgabenliste sieht der Bearbeiter nun die nächsten Arbeitsschritte, nämlich die Reservierung des Materials und die Materialverwiegung. Die nächste Aufgabe, Material reservieren, ist fertig und kann gestartet werden. Nun werden die benötigten Materialien gemäß der Rezeptur angezeigt. Für jedes Material auf dem Bildschirm muss eine MTU als Materialquelle für den Arbeitsauftrag und die Menge angegeben werden. Bei allen Materialien müssen die zugewiesenen Mengen innerhalb des Toleranzwertes liegen. In unserem Anwendungsbeispiel wird die Quell-MTU des verwendeten Rohmaterials mithilfe eines Barcode-Lasers eingescannt. Die benötigte Menge wird eingegeben und die Schaltfläche Prepare wird angeklickt. Durch diese Aktion wird eine neue MTU mit einer angegebenen Menge erstellt, die mit der Materialanforderung verknüpft ist und deren Quelle die angegebene MTU ist. Diese MTU erscheint und wird in der Materialgenealogie verwendet. Wenn alle drei Materialien ordnungsgemäß vorbereitet sind, kann die Aufgabe durch Drücken der Schaltfläche Finished geschlossen werden. Die Aufgabe Einwiegen ist nun bereit. Sie wird durch Klicken auf die Schaltfläche Start ausgewählt und der Bildschirm zur Auswahl der Materialien wird angezeigt. Wir wählen eine der zwei verfügbaren MTUs aus und klicken auf Start Weighing. In unserem Beispiel verwenden wir keine Waage über OPC-UA-Anschluss, sondern einen OPC-Server-Simulator, um ein Gewicht zu simulieren. Wir öffnen den Automation Gateway Node Monitor und geben das Gewicht manuell ein, Wert 51 Kilo. Der Bediener kann den tatsächlich gewogenen Wert in Echtzeit im Wägewidget sehen. Wir klicken auf Confirm Quantity oder Menge bestätigen, um das Wiegen abzuschließen. Es erscheint ein neues Pop-up-Fenster, da der Wiegevorgang auch den Druck des Etiketts beinhaltet. Das Etikett enthält die MTU der Quelle, die neue MTU-ID und die gewogene Menge in Kilogramm. Ist das Etikett gedruckt, ist die Aufgabe beendet. In diesem Beispiel haben wir also einige typische Arbeitsabläufe für die Materialreservierung und Materialbearbeitung gesehen und wie OpCenter Execution diese Aufgaben in der Produktion orchestriert. Jetzt komme ich zu einer sehr wichtigen Funktionalität eines MOM-Systems, der Prozessorchestrierung. Für diese Orchestrierung bietet OpCenter Execution Business Process Flow und Business Process Management Funktionalitäten für eine schnelle und intuitive Prozessmodellierung. Dies ermöglicht die flexible und grafische Erstellung von Workflows, die die Orchestrierung der in der Produktion anfallenden Arbeiten darstellen. Die Workflows sind vollständig konform mit dem BPMN-Standard. BPMN steht für Business Process Model and Notation. Dieser Standard bietet eine ausführbare Logik für Arbeitsaufträge. Zum Abschluss des zweiten Teils unseres Anwendungsbeispiels haben wir gesehen, wie die Prozessorchestrierung unseres MOM-Systems den Materialhandhabungs- und Materialvorbereitungsprozess unterstützt. Der Bearbeiter wird durch die verschiedenen Vorbereitungsschritte geführt. Alle Arbeitsaufträge und Arbeitsabläufe werden von der Software unterstützt. Alle Daten aus der Produktion werden mitgeschrieben und die verbrauchten Materialien werden mit dem ERP-System aktualisiert. Und die Software überwacht und steuert den korrekten Einsatz der Materialien und Anlagenteile. Die Vorteile von Process Orchestration liegen in der Steigerung der Effizienz und der Reduzierung von Bedienungsfehlern, was sich natürlich in Kosteneinsparungen niederschlägt. Damit zum dritten und letzten Teil, der sich mit der Batch, also Chargenabarbeitung, beschäftigt. OpCenter Execution Process bietet eine spezielle Schnittstelle zum Siemens Simatic Batch Engine. Die Software übernimmt die komplette Prozessabarbeitung von Chargen, ausgehend von einem Masterrezept. Das MES weiß bereits, was produziert werden muss, und erstellt nun automatisch die Simatic Batch Steuerrezepte auf der Grundlage der Informationen und Materialien, die vom ERP-System empfangen wurden. Der Bediener aktiviert die Aufgabe Batch und sofort beginnt Simatic PCS7 Batch mit der Ausführung auf der Automatisierungsebene. Die Batch-Engine fährt fort, bis sie eine Wait-Aufgabe erreicht, bei der sie auf die Ergebnisse einer entnommenen Probe zur Qualitätsanalyse für diese Charge wartet. In OpCenter ändert sich der Status des Qualitätsauftrags von erstellt in bereit und der Operator startet die Qualitätsanalyse.
Das Pop-up-Fenster für den Qualitätstest wird auf der Bedienoberfläche angezeigt und die gemessenen Probenergebnisse für pH-Wert, Dichte und Viskosität werden eingegeben. Durch Betätigen der Schaltfläche Speichern werden die Ergebnisse im Laborinformationsmanagementsystem gespeichert. Die Batch-Produktion läuft nun weiter, bis die Produktion abgeschlossen ist. Wir haben die Interaktion des Batch-Task mit der SIMATIC PCS 7 Batch Engine gezeigt. Aber die Integration mit Batch-Systemen von Drittanbietern kann ebenfalls leicht gemäß den entsprechenden Standards erfolgen. Das Beispiel zeigt, wie das MOM-System die Batch- und Qualitätsanalyse synchronisiert. Es verwaltet alle Laboroperationen einschließlich der Prüf- und Abweichungspläne, um eine vollständig integrierte Qualitätsberichterstattung zu unterstützen. Liegen die Analyseergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte, wird die Batch-Produktion freigegeben und der Produktionsprozess und Arbeitsauftrag mit einer Ausbeuteanalyse abgeschlossen. Kommen wir zurück zum High-Level-Funktionsüberblick eines klassischen Produktionsunternehmens. Der ISA 95-Standard beschreibt die Integration der Enterprise-Ebene. Gemäß der ISA 95-Norm gibt es 4 Ebenen, wie in der Abbildung zu sehen. Die MOM-MES-Software ist nach ISA 95-Standard als Level-3-Software definiert. Durch unseren Anwendungsfall habe ich beschrieben, wie wir die Workflows zwischen Business ERP und Operations, der Produktion und Automation inklusive der Qualitätsaufgaben und der Batch-Abarbeitung mit SIMATIC Batch synchronisiert haben. Durch die Orchestrierung all dieser Elemente, die Transparenz aller Prozesse und durch die Aufzeichnung aller relevanten Produktionsdaten und Batch-Informationen können wir die Batch-Produktqualität erheblich steigern. Dies alles haben wir mit unserer MOM-MES-Software erreicht. Dies bringt mich zu den letzten Folien meiner Präsentation. Dieses Anwendungsbeispiel zeigt, welche Vorteile eine MOM-Lösung für Ihr Operations Management bietet. Mit der vertikalen Integration, der Verbindung der Business mit den Automatisierungssystemen, ermöglichen wir eine zuverlässige Umsetzung Ihres Geschäftsplans. Die reibungslose Produktions- und Materialverfolgung und eine zeitnahe und korrekte Ausführung der Produktionsaufgaben führt zu einer besseren Auslastung der vorhandenen Ressourcen und einer erhöhten Produktionseffizienz. Und schließlich wird mit der Batch-Integration der Batch-Produktionsprozess komplett papierlos. Das vermeidet Fehler und erhöht die Produktqualität. Die eingangs von mir vorgestellten Schwierigkeiten haben sich in echte Geschäftsvorteile verwandelt. OpCenter ist der Familienname des MOM-Portfolios von Siemens für Smarter Manufacturing. Und OpCenter Execution Process bietet die speziellen Funktionalitäten und Module, die in der Prozessindustrie und in der Chemieproduktion benötigt werden. Diese Folie zeigt eine Übersicht der wichtigsten Module. Die meisten davon wurden in dem von mir vorgestellten Anwendungsbeispiel erwähnt. Die offene Systemarchitektur erlaubt es aber auch, andere Module oder Anwendungen sowohl von Siemens als auch von Drittanbietern zu verbinden und anzuschließen. Am Ende meiner Präsentation möchte ich Ihnen meine wichtigsten Erkenntnisse mit auf den Weg geben. Was sind die wichtigsten geschäftlichen Vorteile einer papierlosen Batch-Produktion? Die Enterprise-Integration ermöglicht die schnelle und zuverlässige Umsetzung Ihres Geschäftsplans. Ein völlig papierloser Produktionsprozess verringert die Produktionszeit, erhöht die Flexibilität und reduziert im Werk die Kosten. Das MOM-System unterstützt Sie bei der Fehlervermeidung und steigert so Ihre Produktqualität. Unser MOM-System bietet viele Standardfunktionen, kann aber auch sehr flexibel an Ihren bestehenden Produktionsprozess angepasst werden. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Ihre speziellen Anforderungen besprechen möchten, können Sie mich gerne auf dieser Plattform per E-Mail oder auf LinkedIn kontaktieren. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag.